Ja. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Ich habe mir zum Geburtstag mal einfach gedacht, ich beschenke mich selber. Auch für gewisse andere Sachen wollte ich das machen. Wo wir vielleicht später erst drauf eingehen. Sag mal, es hat viel RGB für mehr Leistung und jetzt gibt es erstmal ein paar Bilder dazu. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Dürfte ja klar sein, was es ist. Ich habe mir einen neuen Rechner zugelegt mit doch ein bisschen RGB drin, damit das auch schön läuft, damit ich den immer finde. Selber mal kurz gucken, wo habe ich es? Jetzt habe ich natürlich mich nicht vorbereitet, doof. Aber ja, ich weiß ja, was dran ist ungefähr. Kurz darauf eingehen, was da so drin ist. Als Prozessor habe ich einen Ryzen 7 1800X. Das Ganze hat 8 Kerne, 16 Threads. Also sagen wir mal 16 Kerner. Das ganze Ding dann auch übertaktet. Dazu als Grafikkarte eine GeForce GTX 1080 und 16 GB RAM von G-Skill. Noch was Wichtiges, ja, SSD ist klar, eine HDD als Massenspeicher. Gibt es nichts weiter so Besonderes jetzt so zum Rechner selber. Aber das Ganze halt zugelegt, weil ich mehr Leistung brauchte für gewisse Spiele, die schon echt knapp waren mit dem alten. Das Rendern müsste schneller gehen. Einzige Problem, ich kann Vegas Pro nicht installieren, meldet er mir immer einen Fehler. Aber gut, dann zwangsweise aktuell mit Premiere. Vielleicht bleibe ich dann auch dabei. Mal schauen, wie es läuft. Oder ich kriege Vegas Pro nochmal installiert, aber ich bin mir noch nicht sicher. Ich denke mal, wenn ich mich jetzt also vernünftig einarbeite, wird es wohl bei Dinges bleiben, bei Premiere Pro. Ja, schnelles Rendern, das läuft schneller, schnell arbeiten und fürs Stream halbt auf, weil der PC ausgelastet war, bei Spielen sowieso schon manchmal sehr knapp war, konnte ich auch gewisse Spiele nicht streamen, also nicht ohne dass es geleckt hat oder ich ständig Frames verloren habe oder totale Framedrops hatte, wie PUBG. Wildlands war komplett Katastrophe, konnte es vergessen, da hatte ich plötzlich nur noch 8. Ja, so 20, wenn ich Glück hatte, mal bis 25 FPS. Da kannst du nichts spielen, nichts streamen, das läuft einfach nicht. Gab es noch diverse andere Spiele dafür dann natürlich auch. Jetzt läuft alles einwandfrei. Also ich habe das jetzt mit PUBG mal getestet. Kein Problem, lag immer noch so bei, sagen wir so 90 bis 100 FPS. Also kann auch schön in 60 FPS gestreamt werden. Das ganze Ding wurde jetzt auch mal direkt auf der LAN so ein bisschen getestet, war jetzt nicht so anspruchsvolle Spiele. Ja, was waren die anspruchsvollsten Spiele? War eigentlich Overwatch und PUBG. Von mir aus kann man machen, muss man aber nicht. Und ja, keine Probleme mehr gehabt, es lief alles. Ich glaube, da habe ich auch ein paar Sachen aufgenommen. Werde ich vielleicht so eine Art Highlight-Sammlung rausmachen, also nur von den Spielen. Ich habe da, muss dann hauen sie rein.